auf der Video. Achso, was ist denn da? Ja, da ist er. Ja, liebe Leute, ich stehe hier zusammen mit Ludger Dikus. Wir stehen hier vom Zelt im Gewerbepark Mussum, im Industriepark Mussum, muss man sagen. Es ist Freitag, es schneit, also beste Voraussetzungen für die Gewerbeschau hier am Sonntag. Da wird sich wahrscheinlich noch einiges ändern müssen. Ich frage Ludger Dikus mal, Gewerbeschau 4.0, eigentlich müsste es doch ein Update sein, oder? Naja, ein Update ist es nach 5 Jahren auf jeden Fall. Vom Namen her ist es gleich geblieben, das stimmt. Bocholt 4.0 bezog sich damals auf Industrie 4.0, die Digitalisierung im Gewerbe, in der Industrie. Das ist immer noch so. Industrie 5.0 gibt es nicht, obwohl alle sich weiterentwickeln. Wir entwickeln uns auch weiter, aber den Namen haben wir aus Gründen des Wiedererkennungseffektes beibehalten. Dann stellt sich die Frage, was wird es Sonntag alles geben? Was wird die Besucher erwarten? Kein Schnee, sondern Sonne. Keine 20 Grad, sondern 9 Grad und eine ganze Menge, was die Unternehmen, die rund 100 Unternehmen hier im E-Park bieten. Also in dem Zelt eine ganze Menge Präsentationen von um die 40, 50 Unternehmen, wo man auch einige Dinge mitmachen kann. Und mitmachen ist auch ein Stichwort für etliche Unternehmen hier im E-Park. Es gibt, na Hotspots darf man ja eigentlich nicht sagen, aber es gibt Treffpunkte, wo einiges läuft, nennen wir das zum Beispiel bei Teklot, da wird eine ganze Menge gemacht am Schlabenhorst. Bei BTG haben sich einige Unternehmen zusammengeschlossen, wo einiges gemacht wird. In den Straßen, die vom Schlabenhorst abgehen, sind etliche Autohändler, die sich dort präsentieren. Bei Rohr-Epping, bei Teklot auch, werden Hebebühnen aufgestellt, das gleiche auch an der Bringstelle. Bei Lifted, also da kann man auch hoch hinausfahren. Die Unternehmen präsentieren sich, zeigen einiges an Mitmachaktionen, informieren, weil man ja Fachkräfte und Auszubildende sucht. Naja, und Essen für Essen und Trinken und Kinderattraktion ist auch gesorgt. Was sollten die Menschen, die jetzt hier kommen, auf keinen Fall tun? Am besten nicht unbedingt mit dem Auto kommen. Also der Bocholter an sich fährt ja schon mal gerne Fahrrad. Und für einen Sonntag, gut 9 Grad, 10 Grad, aber ist das eigentlich eine schöne Fahrradtour bis in den E-Park? Fahrradparkplätze sind ausgewiesen am Raiffeisenring am Schlabenhorst. Es sind auch Autoparkplätze ausgewiesen an der Kirche in Mussum, an der Wippingsweide. Es gibt einen Bus-Shuttle von der Innenstadt und auch hier durch den E-Park zu den Parkplätzen hin. Aber Autofahren könnte etwas voll werden, war es jedenfalls vor 5 Jahren. Ja, vielen Dank. Dann wird es ja am Sonntag spannend werden. Wir werden auch dabei sein und werden eine ganze Menge an Interviews führen und eine Sonderseite oder Besonderberichte darüber machen. Also viele Interviews führen mit Unternehmen. Schauen Sie einfach mal rein. Bis Sonntag.